Es hätte so schön werden können. Der 101. Geburtstag von Fritz Walter, Gerry Ehrmann wird geehrt und der FCK schlägt Würzburg. Aber das mit dem Sieg, das wurde ja bekanntlich nix. Zum Kotzen. 0:2, die erste Heimniederlage seit Januar. Und dann war die auch noch echt unnötig. Naja, nachvollziehen kann ich's nicht. Ich auch noch nicht so wirklich. Wir schauen uns das Ganze nochmal an. Herzlich willkommen zur 7. Folge von Dein FCK. Also die Vorzeichen, die waren doch eigentlich richtig, richtig gut. Über 20.000 Zuschauer auf dem Betze, eine Riesenstimmung. Torwart-Ikone Gerry Ehrmann bekam die goldene Verdienstnadel des Vereins und den Abschied, den er sich verdient hat. Und dann natürlich noch der 101. Geburtstag von Fritz Walter, der FCK ihm zu Ehren sogar in einem Sondertrikot. Also das war schon alles echt cool und das Einlaufen der Teams dann, sorry, aber wie gut war das denn? Natürlich hat es dann angefangen zu regnen, auch am Anfang des Spiels. Es war dann natürlich Gänsehaut mit You Never Walk Alone hier. Dann hat man eigentlich auch gemerkt in den ersten Minuten, dass die Spieler oder dass wir auch da sind. Absolut. Die Anfangsphase ging klar an den FCK. Marlon Ritter schon nach 5 Minuten mit der ersten guten Chance. Ja, und dann kam die 23. Minute. Es stimmte einfach nicht in der FCK-Defensive bei dieser Ecke. Winkler kommt nicht ran, Würzburgs Kraulich mit viel zu viel Platz und dem 1:0. Wir kriegen halt ein Standardtor und das darf uns nicht passieren. Nicht, wenn jedes Spiel so umkämpft ist, dann ist ein Standardtor wie ein Knickbruch. Tja, das stimmt wohl, denn dann dauerte es halt echt nur 3 Minuten, bis das hier passierte. Wieder zu viel Platz, wieder ist das Ding drin. Die Abwehr des FCK zweimal einfach schwach. Und dann ist der Torschütze auch noch der Ex-Lauterer, der unter der Woche in einem Interview gegen den Trainer Marco Antwerpen geschossen hat. Wie ärgerlich ist es noch, dass ausgerechnet Marvin Poirier das Ding reinmacht? Zum Kotzen. Ups. Ja, dann lasst uns das Thema an dieser Stelle doch aufmachen, denn Marvin Poirier hatte sich unter der Woche über ihn hier nicht ganz so freundlich geäußert. Ich habe nur mal aus meiner Hinsicht die Wahrheit gesprochen und ja, und damit ist für mich auch das Kapitel beendet. Okay, kann man so sehen. Ob das vor dem Spiel so die wirklich feine Art ist, kann man aber auch hinterfragen. Den Torjubel, den ließ Marvin Poirier dann auf jeden Fall weg, aber es bleibt dabei. Zum Kotzen. Marco Antwerpen selbst, der ließ sich übrigens nicht dazu hinreißen, diesen Kampf noch in die nächste Runde zu treiben. Leute, ganz ehrlich, war ein Spieler hier bei uns. Die Meinung interessiert mich. Wir haben vorher gesagt, das ist ein guter Spieler. Den müssen wir aus dem Spiel rausnehmen. Ich glaube, zweite Halbzeit haben wir es geschafft. Und dass er Tore erzielen kann, ich glaube, das ist allgemein bekannt. Und damit ist es dann auch gut. Kommen wir wieder zum Spiel, das ja dann irgendwie total zu Halloween gepasst hat. Ja, die Torchancen. Es waren wirklich sehr, sehr, sehr viele. Selbst nicht so, dass die uns da an die Wand gespielt haben oder hunderte Chancen hatten. Wir hatten die Chancen, haben die einfach nicht genutzt. So sieht's aus. In Hälfte 2 hat er über weite Strecken nur der FCK gespielt. Alles ging in Richtung Würzburger Tor, aber der Ball ging einfach nicht rein. Gerade in der zweiten Halbzeit kam es einem so vor, dass wir noch 2 Stunden hätten spielen können und kein Tor gemacht hätten. Weil ich glaube, mit dem geilen Publikum, wenn wir dann Anschlusstreffer machen, kann das Ding komplett kippen. Jo, da wäre definitiv noch mehr drin gewesen, aber... Wenn du den Anschlusstreffer einfach nicht schaffst, dann haben wir jetzt schwer, das Spiel zu drehen. So kann man es zusammenfassen. Ja, und Marco Antwerpen, der hätte den Anschlusstreffer natürlich auch gerne noch gesehen. Und der hatte da auch noch eine andere Option im Sinn. Vielleicht haben wir auch noch eine Möglichkeit, über einen Elfmeter reinzukommen. Den kriegen wir dann natürlich auch nicht. Passt zum Spiel. Gleich 3 Szenen gab es, in denen ein Elfer gefordert wurde. Los ging's mit einem vermeintlichen Handspiel. Für mich ist es das nicht. Der Arm ist angelegt, es gibt keine aktive Bewegung. Er wird aus kurzer Distanz angeköpft. Ich sag, kein Elfer. Weiter ging's dann mit dieser Szene hier. Kraus fällt im Strafraum. Ich sag euch, wie es ist. Ich sehe da einfach kein Foulspiel, nicht mal eine richtige Berührung. Und deswegen auch keinen Elfer.
Bei der dritten Szene, da kann man allerdings über einen Pfiff sprechen. Klingenburg wird klar an der Schulter gepackt. Den kannst du geben. Wie seht ihr die drei Szenen denn? Wo muss da ein Elfer gepfiffen werden und wo nicht? Packt eure Meinung gerne in die Kommentare. Der Schiedsrichter hat keinen gegeben, der FCK aber auch keine seiner zahlreichen Chancen genutzt. Ja, und dann war sie da. Die erste Heimniederlage seit Januar. Und ja, es ist die erste Niederlage, seit es dein FCK gibt. Und ganz ehrlich, zum Kotzen. Und damit lasst uns das Spiel abhaken und nach vorne gucken. Gilt jetzt schnell aus den Köpfen zu kriegen, weil nächste Woche ist Derby. So sieht's aus. Am Samstag geht's nach Saarbrücken. Das wird nicht leicht, aber der Coach, der kann ja Derby. Sein erstes Spiel als FCK-Trainer, das war der Derby-Sieg gegen den Waldhof in der letzten Saison. Danach gab's auch noch einen Sieg gegen eben Saarbrücken. Und an das 0:0 gegen Waldhof in dieser Saison erinnern wir uns ja auch alle noch. Das kann ja dann nur gut werden und wir werden es in der nächsten Folge hier abfeiern. Keine Diskussion, so wird's gemacht. Und jetzt freue ich mich, wenn ihr der Folge trotz Niederlage einen Daumen nach oben gebt. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, auch wenn's zum Kotzen war. Jetzt heißt's weitermachen. Weil nächste Woche ist Derby. So sieht's aus. Das seht ihr dann am Samstag um 14 Uhr live im SWR-Fernsehen. Also einschalten und dann wieder hier vorbeikommen. Und bis dahin eine gute Woche. Macht's gut.